So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Tag 2. Ja, ich habe vorhin schon einmal versucht aufzunehmen. Das mit dem Sound hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiß nicht, was da falsch war. Ich habe nochmal geguckt, aber jetzt funktioniert es. Ich habe echt eben gefühlt 20 Testaufnahmen gemacht, um zu gucken, ob es klappt. Aber man muss auch sagen, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe noch die zwei Quests geschafft, bei denen ich letztes Mal gesucht habe. Und dann bin ich nach Silbermond geflogen, um den Wappenrock zu holen, um ihn gegen den hier zu tauschen. Weil der Ruf bei der Orgrimmar Fraktion ist full. Da exhaustet, da geht's nicht weiter. Und jetzt will ich den für Silbermond hochgrinden. Warum will ich das machen? Das erkläre ich euch gleich, aber vorerst melden wir uns für eine Instanz an, weil das hatte ich im Video gesagt, was leider im Arsch ist. Ich will jetzt die drei Marauder-Teile mal mit euch machen. Und nebenbei können wir da die Quests machen. Einerseits die hier, die ist da oben, das können wir mal eben dahin reiten. Und zwar habe ich einmal über die verbündeten Völker geredet, beziehungsweise ich habe über den kommenden Patch geredet, so rum. Und wir haben ja verbündete Völker, die, wenn man sie auf 110 levelt, nicht boostet, kriegt man mit denen eine Heritage Armor. So einfach Transmog, was zu dem Volk passt. Und jetzt hat, ach komm, hör doch auf. Und dann hat Blizzard sich gedacht, jetzt auch mit den jetzt zum Release erschienen und mit den kommenden verbündeten Völkern, hey, das können wir ja auch für die alten Völker einführen, so eine Heritage Armor. Womit man dann Max-Level sein muss und halt bei der jeweiligen Fraktion, in meinem Fall mit den Blutelfen hier Silbermond, auf ehrfürchtig sein. So. Und deswegen habe ich den Wappenrock an, dass wir den Ruf nebenbei hochfahren und ich weiß nicht, warum dieser scheiß Wettereffekt ist. So. Und ich habe diese Quest bisher noch nicht verstanden. Wir müssen da irgendwie hinter diesem Berg oder so. Wir müssen irgendjemanden umschnetzeln, das weiß ich. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann muss ich mit der Alten hier labern oder mit. I'm ready. Ah, for the Horde. Genau, und ich war halt einfach in Silbermond und habe halt diesen Wappenrock geholt und das hat halt eh die komplette Folge eingenommen, deswegen habt ihr nicht viel verpasst. Nur ich habe halt versucht die ganze Zeit zu, ich habe die ganze Zeit geredet, erzählt und gemacht, damit es nicht allzu langweilig ist und ja, das ist halt leider alles weg. Deswegen, ich versuche das größtenteils so wiederzugeben und sonst werde ich es in den kommenden Folgen mit einfügen, was ich alles erzählt habe. Übrigens, was man in der letzten Folge gut sehen konnte, das kann ich euch leider nicht zeigen. Die ganzen Blutelfen in Silbermond haben alle noch das alte Model. Witzig, ne? Witzig! So, jetzt können wir die da machen. Deswegen, aber sonst habt ihr, wie gesagt, nicht viel verpasst, außer mein Gerede. Und ihr könnt mir mal ein Feedback geben zur jetzigen Tonqualität meinerseits und dem Spiel, ob das Spiel ein bisschen lauter muss, muss ich ein bisschen leiser, weil ich habe die Einstellung endlich rausgefunden, warum das in den letzten Folgen, wenn ich mir gedacht habe, du musst dich lauter drehen, einfach so übersteuert hat. Und ja, ich will eure Frage, also mir persönlich bin ich irgendwie selber ein bisschen zu laut, aber das könnt ihr vielleicht selber nochmal entscheiden, weil Geschmäcker sind ja auch so ein bisschen unterschiedlich und vielleicht könnt ihr mir da ein besseres Feedback geben, nochmal, was ihr denkt, was jetzt fürs Video besser wäre. Und ansonsten warten auf eine Truppe und Marauder machen und wir sind demnächst auch Level 40, das heißt, wir können das schnellere Leiten lernen, genau, wir sind nämlich Kabel, Quatsch, das schnellere Reiten. Und Basti, ich muss mich auch bei dir bedanken, denn Traum von Amsterdam! So. Wer das nicht versteht, Pech gehabt. Könnt ihr selber herausfinden. Alter, was echt jetzt mal ohne Spaß. Wieso dieser behinderte Wettereffekt? So, Enormous Kodo Heart. Ich sehe hier schon eine Menge toter Kodos. Ein Druid. Nice 109, mit dem sollte man sich vielleicht doch nicht anlegen. Was ist in der Richtung? Ach, das Marshwallow. Das Wallow Marsh. Genau, das Wall Homage. Ich glaube, im Deutschen heißt es, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Scheiße auf Deutsch heißt. Aber wir werden dann da auch nicht hingehen. Oh. Ich komme. Und wie gesagt, ich hoffe trotz der Übersteuerung, dass euch der Mario Part Teil trotzdem unterhalten hat und wenn ihr halt
Und auch noch die anderen Bretter sehen. Oh, das ging schnell. Was eine Scheiße. Dann könnt ihr das ruhig mal schreiben, wenn euch das gefallen hat und sagt, ey Maxi, zeige uns doch vielleicht noch die anderen Bretter, so, dann gerne. Ich habe mich noch nicht mit dem Online-Modus immer noch nicht auseinandergesetzt, weil einige sagen, ah, man kann da die Bretter online spielen oder man kann nur Minispiele spielen. Wenn es nämlich nur die Minispiele spielen wären, wäre scheiße. Aber ja, sonst kann ich euch Mario Party dieses echt ans Herz legen, wenn ihr auch zu dieser Serie gehört, wie ich das ab Teil 8 nichts mehr Dolles war mit der Serie. Ich finde, Super Mario Party hat da wieder einen frischen Wind reingebracht und erinnert mich schön an Mario Party 4, muss ich tatsächlich erzählen. Wobei ich muss sagen, ich muss mir echt mal wieder Mario Party 8, 5 bis 8 5 bis 7 zugute führen, aber ab davon, wir sind ja hier bei WoW und nicht bei Dings. Wir können nämlich mal über die kommende BlizzCon reden. Es ist ja gar nicht mehr so lange her, nicht mal mehr einen Monat dauert es noch bis zur BlizzCon. Und ja, was kommt? Fangen wir mal easy an. Hearthstone, denke ich einfach, dass wieder Kartenpack gezeigt werden und vielleicht Kartenchaos kommen, denn keine Ahnung, da wird nicht viel kommen. Hearthstone, genau. Heroes of the Storm. Ganz simpel, vielleicht eine neue Map, vielleicht noch einen neuen Hero, man weiß es nicht. Darauf will ich gleich nochmal eingehen. Overwatch, neuer Champion vielleicht, mal schauen. So, kommen wir zu WoW. Ich weiß, ich habe das alles. Achso, StarCraft, keine Ahnung. Ich habe so lange schon nicht mehr StarCraft verfolgt. Ich habe es früher gerne gespielt, aber mittlerweile ist das so, meh. So, kommen wir zu den wichtigen Sachen. World of Warcraft. Sie werden, also, es wurde schon Patch 8.1 alles erzählt und ich denke mal, das wird auch zeitgleich mit der BlizzCon oder nach der BlizzCon online kommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel über 8.2 reden werden, aber mehr nicht. Denn ich denke mal, sie werden viel über Classic verlieren, also sehr viel über Classic erzählen, wie der Fortschritt so ist, wie was so die Ideen sind und dies, das, Ananas und vor allem, was man schon weiß, es wird während der BlizzCon eine WoW Classic Demo geben. So, und jetzt der interessante Teil an der Geschichte ist, dass man früher ja auf der BlizzCon sein musste, um diese Sachen zu spielen. So, nun gibt es ja das Blizzard Virtual Ticket wie jedes Jahr, was dieses Jahr sogar 10 € teurer ist als früher. Und ich denke mal, sie werden dabei bleiben bei diesem Preispunkt in Zukunft. Und ja. Die Leute, die das Blizzard Virtual Ticket haben, können die Demo in den 6 Tagen selber zu Hause, von zu Hause aus spielen. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr daran interessiert seid, ob ich dazu Videos machen soll durch die Demo, weil es wird halt nicht viel zu geben sein. Also es gibt halt wahrscheinlich 2 Startgebiete, eins für Horde, eins für Allianz. Kannst du ein bisschen rumlaufen, wahrscheinlich bis Level 10, 15 und da halt ein paar Quests machen, das Startgebiet halt, ne? Ich denke mal, da wird nicht viel Dolles hinter sein. Und ja. Oh. Oh. Verzeihung, aber es ist kein WoW-Let's Play, wenn man nicht müde ist. Ja. Ob ich dazu was machen soll, schreibt es ruhig in die Kommentare. Keine falsche Scheu. Fresh Brain. Soll ich hier einfach so einen Guard umklopsen oder machen Fresh Brain? Der hatte kein Fresh Brain. Brains. Genau. Und ja, das wird wahrscheinlich so das, was Blizzard zeigen wird. Vielleicht noch ein bisschen die Features, ein bisschen von Battle of Azeroth noch ein bisschen pushen. Auch die kommende Kriegsfront. Es gibt ja mittlerweile erst noch eigene Kriegsfront im Arathi-Becken Menschen gegen Orks. Und mit Patch 8.1 soll Dunkelküste und Tote gegen Nachtelfen kommen. So, und nun kommen wir zu Diablo. Und zwar gibt es auch mit dem Virtual Ticket immer Goodies für Ingame. In WoW ist das zum Beispiel dieses Banner hier als Spielzeug, was man stellen kann. Zum Beispiel jetzt für die Horde. Und es gibt auch einen Allianz-Banner. Und zusätzlich gibt es noch einen Umhang je für beide Seiten. Auf Horde-Seite sieht das ganze Ding so aus. So, und für Overwatch. Und das ist jetzt wichtig. Ich kann eigentlich dabei weiterspielen. Ich gestikuliere und ihr seht es nicht. Das ist geil. Und für Overwatch gibt es einen Sombra-Skin, der dich aussehen lässt wie ein Dämonenjäger aus Diablo. So, und jetzt kommen wir zu der interessanten Sache, weil ich denke, die BlizzCon,
Die BlizzCon wird ganz im Zeichen von Diablo stehen. Einmal am 2. November, Startdatum der BlizzCon, wird Diablo 3 für die Switch released. Aber logischerweise ist das nicht das Einzige, was sie zeigen werden. Marauder und der erste Flügel, das ist so ein Müll. So, zudem wird ich, also in einer perfekten Welt, in der ich mit meiner Blase lebe, werden sie Diablo 4 teasen. Und zwar so, dass sie das Diablo 3 Logo einblenden mit den Flammen, die natürlich die 3 bilden. Und die beiden hinteren Flammen, also diese Streifen, ne, die werden sich so drehen, dass daraus die römische 5 wird und dann da steht Diablo 4. Ich glaube, das werden sie machen. Also in einer perfekten Welt, in der ich lebe, machen sie es. Und um die Zeit dahin natürlich zu überbrücken, hauen sie ein Remake von Diablo 2 raus. Ein Remake, ne? Kein Remaster, wie sie es mit StarCraft 1 leider gemacht haben, sondern wirklich ein schönes, gemachtes Remake. Das ist die perfekte Welt. So, was ist jetzt los mit euch hier? Ich wollte gerade sagen, können wir doch ruhig mal runterjumpen, ne? So. Und das, denke ich mal, so wird es aussehen. Ich denke, wir werden kein neues Spiel, also keine neue IP haben. Oh Gott. Verzeihung, wollte ich nicht. Keine neue IP wird es geben. Und ich glaube, wir werden auch nichts Neues in Richtung Warcraft 4 oder so einen Geschmack sehen. Vielleicht ein Remake zu Warcraft 2. Oder sogar 1. Aber 1 kannst du eigentlich gar nicht mehr spielen. Aber ich denke nicht, dass es dahingehend ein Warcraft 4 geben wird. Das glaube ich nicht. Es wird weiter auf World of Warcraft gebaut. So, dann ist natürlich noch die Frage, ich glaube, weil es wird wahrscheinlich sehr viel über Classic geredet, ich glaube, es kommt nächstes Jahr im Content-Loch. Zwischen dem vorletzten und letzten Raid wird es kommen. Dann ist natürlich die Frage, was wird es kosten? Weil ich sag mal, WoW, ne? Ist halt, sie müssen ja auch irgendwie damit Geld verdienen. Entweder sie sagen, hier, du zahlst einen Fixpreis und hast dann mit einem bestehenden Abo auch gleichzeitig das. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, sie machen zwei Abo-Modelle. Oder mehrere. Also hier sind mal meine Gedanken. Erste Möglichkeit wäre, sie sagen natürlich, wie gesagt, du kaufst es einmal für 15 Euro und ist es in deinem regulären Abo mit drinne. Zweite Möglichkeit wäre, getrennte Abos und ein Mix-Abo, das entweder das normale WoW, also BFA, ist dann normal 12,99 oder halt Classic 12,99 oder du nimmst ein Kombi-Abo, was dann, sei keine Ahnung, 17,99 wäre, weil das wäre ja so die Mitte zwischen 12 und 24 Euro. Oder aber, sie sind richtig abgewichst und sagen Vollpreis und Einzelabo. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich am wenigsten. Ich könnte mir eher die Variante 2 vorstellen mit dem Kombi-Abo. Dass sie dann sagen, gut, du musst halt nicht immer dein Abo kündigen, das andere neu starten, sondern wenn was Neues für BFA kommt, hast du ja das Abo, also spielst BFA. Gibt es nichts in WLA, spielst du Classic und kannst es halt spielen, weil du das Kombi-Abo hast. Oder du spielst halt einfach das, worauf du Bock hast und nimmst das Einzel-Abo. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Und dann halt für, um es freizuschalten, halt 15 Euro. Ich glaube nicht, dass sie dafür Vollpreis nehmen, weil warum auch? So, Maraudon ist eine relativ dreckige und nervige Innie, muss ich mal kurz dazu anmerken. Hätten wir nicht vielleicht erstmal den Boss machen können? Ah, ja. Das nenne ich einen Tank. Hätte ich nicht tanken sollen. Sorry. Ja, Tank tot. Ne? Das sind so Gruppen, die ich liebe. Ups, rausgetappt, sorry. Keine Ahnung. Aber BlizzCon, weißt du, ist ja nicht so, als wenn der Eingang 3 Jahre weg wäre. Warum hat er sich nicht wiederbelebt bisher, der Spacken? Ja, der Magar-Ork ist tot. Ne, er lebt noch. Aber, oh, ich wäre fast tot. Wieder heilen, 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 heilen. Ja, 4 Stun, 4 Stun. Du bist witzig, Alter.
Warum, vor allem, warum werde ich angegriffen? Bin ich so der krasse Motherfucker in dieser Gruppe? Ja, ne? Vor allem, Digga. Beleb dich wieder, renn dahin, Alter. Das ist so ein Typ, ne? Ich krieg das Kotzen jetzt schon wieder. Ich kann verstehen, warum Krabbe kein WoW spielt. Zumindest nicht mehr. Krabbe, wenn du das siehst, ne? Lass es. Du brauchst kein WoW, um glücklich zu werden im Leben. Achso, jetzt wo er gemerkt hat, dass ich da hinrenne, macht das auch. Das ist ja ein intelligenter Boy. Und vielleicht sollte der Tank zukünftig Gruppe für Gruppe pullen und nicht einfach da durchrushen. Aber hey, wer bin ich, dass ich dem Tank Befehle machen kann? Ich meine, ich könnte es höchstens besser machen, ja. Übrigens, Maraudon ist, es stand da eben zwar beim Invite-Bildschirm, dass das 8 Bosse sind, aber Maraudon wurde in 3 Teile geteilt, deswegen haben wir jetzt nur 4 Bosse. Beziehungsweise nicht mal die, die hier angezeigt werden, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht, früher war Maraudon ein Stück, das wäre nämlich auch so eine Sache in Classic wieder. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Ich finde es immer schön, wenn die Waffe durch den Umhang klippt, ne? So, wo ist Mister? Ich will die Magarox auch freischalten. Du bist so ein Dreckiger. Du bist so ein... Ich hasse dich. Vor allem, was ist er? Was? Er ist Charmy. Nice. Ach, er ist Dings. Er ist Verstärker Charmy. Wir können eigentlich mal Dings toggeln, weil das wäre... Das interessiert mich gerade wirklich. Recount oben. Ich habe halt noch keine AOE-Angriffe, deswegen glaub nicht, dass ich hier den meisten Damage rausböller. Als Tank könnte ich, weil als Tank hätte ich schon den AOE. Aber dafür mache ich guten Burst. Guck mal, ich finde es auch wieder geil, Alter. Guckt euch an, der Schamane. Und ich habe eiskalt den Tank überholt. Ich überhole gleich noch den Mage. Und ich habe Downtimes ohne Ende, ey. Aber es lässt sich jetzt wieder schöner spielen, da Judgment wieder Holy Power generiert. Das hatte es in Draenor gemacht, aber in Legion nicht. Weil in Legion hattest du die Artefakt-Power. Die Artefakt-Waffen, keine Ahnung, was so der Sinn dahinter war, dass man das erst weggenommen hat, jetzt wieder hinzufügt. Also da muss man schon Wissenschaftler... Oh, und jetzt hänge ich sie im Damage richtig weg. Gut. Ich meine, ich weiß nicht, was sie machen, wenn sie ihre Bursts ziehen, aber... Ja, ein Mensch sein wäre halt schon auch geil, ne? Oh geil, ich kann die auch noch pflücken, oder was? Help. Nice. So, können wir uns diesmal darauf einigen, den Boss Single zu targeten, oder? Also ich meine, wir können ja auch wieder 3 Gruppen dazu ziehen, das ist ja auch nicht so wichtig, aber ich wollte den Bosskampf dann heute noch schaffen, in der Aufnahme, ne? Ich meine, bei Minute 18, 19 sind wir schon fast. Ja, viel Spaß, Alter. Geh da rein, du Wichser. Jetzt eine AOE haben wir, geil. Guck mal, ja, AOE-Schaden, da ziehen die mich natürlich weg, weil ich keine AOE habe. Komm, man, jeder war mal Level 40, ne? Aber ich hoffe, ich muss wegen dem Schnellerreiten nicht nach Orgrimmar fliegen. Oh, Alter. Alter, ich hab nicht mal AOE und... Ich sag da gar nichts zu. Oh, hat es... Nee. Oh, ich habe einen DPS mehr gemacht als er. Das ist ja traurig. Tut mir schon fast leid, Charmy. Aber auch nur fast. Aber er spielt mal Garok, er ist cool. Und mit geradem Rücken, Digi. Tja, ich hätte ihn auch befreien können, aber... Nein, lass mal, Digga. Laboom, Alter. Wer nennt seine Horde, Digga? Laboom, Alter. Weiß Bescheid. Das ist der Lifestyle heute. Könnt nicht tot lachen. Aber warum nicht, ne?
Der Lifestyle lebt alles vor. Der Lifestyle lebt alles vor. Jetzt geht er Rinder, ne? Ist auch scheißegal. Bossfights mit Ads kann man auch machen. Tut man nicht so, als wenn das was Neues ist. Oder habt ihr alle noch nie geraidet? Guck mal, der Mage, der haut raus, der böllert den Damage nur so. Es gibt Leute, die holen die Scheiße aus dem Damage. Und jemand, wo wie, Digga, wie der Schamane Doom, Digga, der pumpt die Scheiße in den Damage. Ich bin gestunt, Digi, ich bin gestunt. Ich hätte auch mal meinen Rachel einsetzen können, wer fällt mir gerade auf. Scheiß drauf. Aber meine Schnittchen. Wo ist denn der Boss? Oh, wieso werde eigentlich ich immer gestunt? Das ist doch nicht möglich. Nein. Das ist auch so geil, dass je öfter ich Righteous Verdict hintereinander benutze, desto mehr Damage drücke ich ihm auch. Und ich wurde wieder gestunt. Alter, dieser Bosskampf, der ist so annoying. Das ist... Und echt so ohne Vorwarnung wirst du einfach jedes Mal gestunt. Das ist so... Das ist einfach so nutzlos. Alter, schon wieder ein Level aufgestiegen. Corrupted Maraudon. Ach nee, Quest abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, da ist auch jemand anderes eben aufgestiegen. Aber die Brust, die ist rattenscharf. Erkennt man halt bloß nicht unter dem geilen Wappenrock von Silbermond. Schwul. Oh, oh, wir sind bald überall mit Rares ausgestattet. Das ist man schon heftig. Alter, Rares waren damals wirklich noch Rares. Da wären wir wieder bei WoW Classic, ne? Aber Maxi, früher war alles besser. Halt doch die Schnauze, Digi. Ja, ja. Und das alte Talentsystem war geil, ne? Ich verstehe. Ja, aber Maxi, früher gab es kein DBM, bla bla bla. Früher war Raiden so viel schwerer. Ja, frag dich mal, warum es DBM heute gibt überhaupt. Wenn der Boss den ganzen... Wollt ihr mich verarschen? Da ist doch noch ein Boss. Hä, seid ihr behindert oder was? Oh, Gottes Willen, Alter. Ja, komm. Alter, zum Kotzen. Ihr seid doch ehrlich zum Kotzen, Alter. Ich hab das... Sowas habe ich mir heute richtig... ich habe mich gerade richtig über OBS übrigens aufgeregt. Und der Krabbe fragt, ob OBS... Krabbe, wenn du das dich daran erinnerst, wenn du in dieses Video guckst, es geht jetzt. Aber frag nicht. Fresh Brains. Ich habe auch mal Bock auf so ein freshes Brain. Weil bei mir im Kopf, das ist alles so Kohl geworden. Kohlkopf sagt man ja auch, ne? Daher kommt das. Also. So, jetzt noch hier ein paar Sachen einsammeln. Zang, zang. Sack, sack. Ey, ich will auch mal Kaork spielen, aber ich muss noch beschissen viel Ruf farmen für die blöden Eidgebundenen auf Zandala. Da kriege ich richtig das Kotzen. Na, da kriegst du pro World Quest. Du brauchst 21.000 Rufe und du kriegst pro World Quest 75. Und für jede abgesandten Quest, also die auch nicht immer ist, also die, wenn du Glück hast, zweimal pro Woche bekommst, 1500. Na, pro Mahlzeit. Da freust du dich doch richtig. Aber hey, soll ja nicht unser euer Problem sein, ne? So, Desolation Hall. Firestone Point und Sparrowhead. Boah, vor allem
Das Ding ist halt, ohne Spaß, verpiss dich mit deinem Crit, ey. Und weil ich jetzt ein krasser Motherfucker bin, mocke ich mir jetzt gleich erstmal den neuen Umhang. Nochmal die ganze Kacke verkaufen. Oh ne, den will ich aber noch behalten. Wobei, ich habe den Ruf voll weg damit. Entscheide dich. So. Umhang bitte. Weil wir gehen ja jetzt mit der Zeit. Wir haben ja einen Horde-Umhang. Können sogar das T-Set tragen, aber machen wir immer noch nicht. Das mache ich erst auf Level 60. So, dann machen wir doch mal Firestone Point oder Tauren Vengeance. Machen wir mal das. Aber sonst, ne? Ah, das, die Gruppe eben, das regt mich wieder so auf, Alter, dass man nicht einmal ordentlich die ganze Scheiße da machen kann. Haben sie jetzt erst gemerkt, dass Marauder eine Kack-Innie ist, oder was? Ist auch keine Entschuldigung. Mal einmal mit Profis, ehrlich. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich der beste WoW-Spieler dieser Welt wäre, aber mal ganz ehrlich. Sowas finde ich immer kacke. Deswegen laufe ich nicht gerne Indies, sondern nur gewisse Instanzen, wo man dann immer weiß, okay, das läuft da, das wird laufen, das hält. So, wir können eigentlich nochmal schauen, welche Gebiete muss ich denn noch durchziehen, bla bla bla. Quests, Loremaster, Kalimdor, oh Gott, Alter. Das Ding ist halt einfach, dass das nicht übernommen wird, ne? Ich meine, wenn ich jetzt auch Eastern Kingdoms, ich könnte jetzt auch Eastern Kingdoms gucken. Oh, was mache ich eigentlich so? Quests, bla. Ach, Loremaster Cataclysm, nein. Eastern Kingdoms. So, Ghostlands, Hillbrand's Foothills fehlt halt auch, ne? Klar wird das zwar übernommen, aber... Da hätte ich hingemusst, ne? Ja, scheiße. Deswegen mache ich das doch lieber auf Allianz-Charakteren da drüben. Du bist so ein steiniges Stück Scheiße, ehrlich. Ja, komm, da. Taurens Vengeance. Ich wollte gerade sagen, das wäre Garmon, aber... Beldan Dwarfs Slayen. Machen wir doch gerne. Wir slayen immer viel. Und immer gerne viel. Thunderblood. Man kriegt echt immer nur 75... Ruf. Aber das Problem ist, das stört ja beim Leveln nicht. Weil, weißt du, beim Leveln levelst du. So, da bist du halt 110 und musst Ruf haben. Die ganze Zeit, so machst du es halt immer unterbewusst, so. Und hier habe ich einfach die ganze Zeit für irgendwelche beschissenen Kills im Dungeon Ruf für Silbermond gefarmt, so. Das kannst du halt für die anderen Rufaktionen einfach nicht machen. Das ist halt die Kacke. Sonst wird sich... Das Ding ist halt nur, es beschweren sich so viele Leute wegen dieser Ruffarmerei, meinten, das wäre in Legion bei den ersten vier Völkern, die aber trotzdem zum Addon BFA gehören, wäre das nicht so gewesen. Ich sag, ja, da gab's die... am Ende des Addons für eine Ruffraktion aus dem Addon. Natürlich hast du die schon voll. Das hast du nur nicht gemerkt, weil du früher den Ruf einfach unterbewusst gesammelt hast. Jetzt machst du es gezielt. Natürlich dauert es länger. Es gibt immer Leute. Also ich sag mal so, fürs Zwergenruffarm habe ich ja seit Release habe ich da einen Monat gebraucht. So, und das wird mit denen jetzt nicht anders sein. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch noch 2 Wochen brauchen, wenn ich jeden Tag die Dailies mache, alles. Deswegen, da lasse ich mich noch überraschen. Und dann kann ich auch schon mal anfangen, Ruf zu farmen für die Prachtmeer-Admiralität und fürs Zandalari-Empire, für die Kul Tirans und die Zandalar-Trolle. Ach ja. Ach, gib... Ja.
Ein Hound Death. Was? I don't have a target. Ja, 10 von 10. Guter Kill, Braton, 10 von 10. Ja, Entschuldigung, ich weiß, ich bin behindert. Paladin incoming! Lol, wo muss ich denn damit hin? Ach, schwul, Alter, ich muss da sogar. Ich bin echt doof. Ich muss da sogar rein mit der Scheiße. So, wir melden uns jetzt nur noch für Indies an, wo ich weiß, dass das was wird. Also, die nächste wäre. Solo. Geil, ne? Wie viele Indies man überspringen würde, weil man einfach weiß, dass es mit random Gruppen einfach so immer nie was wird. Weil es immer Leute gibt, die einfach zu behindert für die Kacke sind. Really? Schematics? Da wird ja irgendwas hier sein, ne? Aber oder hier vorne. Ein normaler Ork. Ein. Oh Gott, ein Monk-Ork. Die Würm-Anhänger. Aha. Du machst das schon, Digga. Ich glaube an dich. Du kannst es schaffen, wenn du nur an dich glaubst. Glaub an dich. Nice, Alter. Was ist denn das hier für ein Bunker? Denn die Muschis immer wegrennen, ey. Ich hab halt keine Ahnung, wohin, ey. Ich verstehe das nicht. Und die Riftmansen werden es hier wahrscheinlich auch nicht wissen. Bastim hat endlich einen Schritt in eine bessere Welt gemacht. Er spielt endlich mal die Assassin's Creed Teile in Reihenfolge. Einen fetten Applaus für Basti. Du Lutscher. Assassin's Creed 1'sen, Assassin's Creed 2'sen, Assassin's Creed Brotherhood'sen, Assassin's Creed Revelations'en. All den guten Stuffs macht er jetzt. Ich hab das Gefühl, ich muss hier runter. Oh, mein Gefühl hat sich mal wieder bewahrheitet. Da wird's mal. Digga, das sind Zwerge, ey. Meine Fresse jetzt. Immer diese Allies. Ach, warte mal. Soll ich mich nicht zu laut äußern noch? Immer diese Kommentare von irgendwelchen Main Human Paladin. Ach komm, das ist euer Ernst hier. Muss ich. Boatmörder. Das steht da. Er ist ein Bootmörder, Digga. Nichts mehr mit rotes Gummiboot.
hat sich ausgegummibootet. Kann dir jetzt mal aufhören, hier zu respawnen, wenn ich diese Kacke mache? Boah, Alter. Krieg doch AIDS, meine Fresse. So. Jetzt muss ich wieder zu dem Pisser hoch. Boah, Alter, wenn ich mir jetzt sagen wollte, ich hätte nur an dem vorbeigemusst und dann... Oh, meine Fresse. Ja, und ich habe mir einen Tod gesucht, ey. Freude, Freude. Zwerg muss ich übrigens auch noch hochspielen mit dem Ruf, damit ich da auch die Heritage Armor Farm dann am Ende bekomme. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Zwerg hochspielen will. Krieger habe ich, ist mein Dunkeleisen-Zwerg. Paladin, Mensch. Es bleibt mir nur noch Jäger, was, wo ich sagen würde, dass das zum Zwergen passt, ne? Aber das muss ich mir dann nochmal genauer überlegen. Oh. Ach ja. Und wisst ihr was? Der Basti, der spielt die originalen Assassin's Creed mit originaler Auflösung und nicht irgendeine Remaster High HD Definition Kacke. So, kennt ihr die echt? Es gibt nichts Schlimmeres als diese Leute, die ein Spiel nur nochmal spielen, damit sie sich einen auf die Grafik runterholen können. Ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwen triggern. Skyrim Special Edition. Aber, ja, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Man sollte ein Spiel immer noch dann lieben, wenn die Grafik auch hässlich ist. Ich meine, guckt euch Krabbe an. Mit welcher Leidenschaft er Final Fantasy 1 gezockt hat. Und das ist ihm scheißegal, ob das ein gepixelter Grafikstil ist, ob das HiQ Definition SD Zeichen gekrissel ist, weißt du? Das Spiel macht ihm Spaß, der hat es durchgezogen. Und dann gibt es so eine Hurensöhne, die erst Skyrim dann wieder spielen, wenn es in HD verfügbar ist. Also ich möchte jetzt hier auch keinen Namen nennen. Aber es reimt sich auf das aus den Ausschrei einer Kuh. Wie macht denn eine Kuh? Würde Ronald McDonald fragen. Und ja. Nichtsdestotrotz, Skyrim ist ohne Frage ein gutes Spiel, aber ich würde es halt nicht noch einfach nur erst wieder spielen, weil es jetzt in HD ist. Ich würde es einfach immer wieder spielen, weil es einfach auch eine gute Modding-Szene hat und es sich gut spielen lässt. Und ich finde, wie gesagt, ich habe keine Sabotage, alles voller Scheiße, sollte man das hinschreiben. Miss Draven, Artillery Shells have a built Airbuster Timer. This is easy, just bla bla bla. You find a shell in the 1-2 loading base behind the main garage in this level. Oh, ich muss einen runter. Gut, man. Guck mal, das war. Da, ja, jetzt so, dass man hier mal Questtexte nachlesen muss, ist halt einfach so mal Ausnahme. Früher in Classic war das Standard. Da musstest du die Questtexte lesen und selbst dann wusstest du manchmal immer noch nicht. Oh, lol. Was du machen musstest teilweise oder wo das ist. Luel! Ich bin so ein krass mieser Typ, ey. Ach, Diggi. Ja, doch. Oh, lol, ich hab 10 Minuten Zeit. Macht man nicht auf Commander hier. Ich möchte ja nichts dazu sagen jetzt, ne? Aber ich meine, das ist ein befestigter Zwergenstützpunkt. Mit Panzern, mit Artillerie, mit allem, ne? Lass ruhig auf wie Arti, ist ja nicht so schlimm. Aber mal ganz im Ernst, wie schaffen es ein Goblin und ein Blattelf, das Ding komplett auseinander zu pflücken? Ne? Ah, immer auf wie Arti, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. So, was willst du, Digga? Der will, dass ich nach Dings gehe. Ja, das werden wir ja nicht tun, aber ich würde gerne noch die andere Firestone Point machen. So, wir haben neue Schultern bekommen. Die sehen bestimmt jetzt richtig kacke aus. Oh mein Gottes Willen, Alter. Ich brauche mal... Lol. Ja, so viel aber dazu jetzt. Wir werden uns dann auch hinbegeben und dann ist der Part auch wieder dicht. Es wurde uns leider viel zu viel Zeit geraubt durch die Noob-Gruppe vorhin.
Das tut mir schrecklich leid, ich kann für meine Mitspieler nichts. Und ich kann leider nicht bewegen, komplett 4 zu beziehen, plus noch einen Vertrauten hier ranzusetzen, weil es halt nicht alle WoW mögen. Und ich glaube, es hätten nicht auch alle die Lust und Zeit, das Spiel über die ganze Zeit hinweg zu lernen. Wir transformieren das jetzt einfach zu die Schultern, ist mir scheißegal. Weil wir hätten auch nochmal die nehmen können. Aber so. Deswegen, ich kann es auch verstehen, also nicht jeder möchte diese ganze Zeit investieren dafür. Deswegen bin ich ja hier für euch da. So, boom. Ach, die hat ja sogar zwei Quests. Ach ja, dieses Add-on, was ich jetzt installiert habe, damit das Quest-System anders aussieht wie questmäßig Hauptstory. Konversationen in den Quests von Legion und BFA, das heißt Immersion, und das finde ich eigentlich ganz witzig. Finde ich cool. Hat was. Ja. Und dann würde ich sagen, für heute das war's wieder. Bis zum nächsten Pal Teil bei Let's Play WoW hier auf FX-Beziehung mit mir, dem Maxi. Und wenn ihr Fragen, Anregungen zum Let's Play habt, Feedback, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Wir lesen uns das tatsächlich durch und sagen es nicht nur, wir tun es wirklich. Also. Deswegen guckt in den Shit der anderen rein, beim Lars, beim Marcel, beim Krabbe, bei allen könnt ihr da mal reinschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.